Sommer kommt auch Lust, unter den neuen Kleidchen eine neue Frisur zu kreieren, vor allem für Kurzhaar. Das ist meine Standardfrisur, die ich tagtäglich brauche. Und ich finde, man kann ein bisschen mehr daraus machen. Deshalb mit dem richtigen Produkt, dem richtigen Accessoire, dem richtigen Griff, Fingergriff, kann man einiges kreieren. Meine schönste Kreation, die jede Frau umsetzen kann, weil sie wirklich einfach sind, für euch eins nach dem anderen. Gepflegte Haare ist natürlich die Basis von einer Frisur, auch wenn sie so wie ich ein bisschen andan und ein bisschen leicht sesh, also leicht trocken aussehen soll. Aber ein gewisser Glanz braucht es drin. Wenn man es nicht anbringt, ansonsten gibt es natürlich Top-Produkte, die eben einen Shine drin haben, also einen Glanz drin hat, drauf sprayen oder drin arbeiten und dann kann man starten. Aus Schweden sind noch viele tolle Produkte erfunden worden und meine Linie jetzt, die ich brauche für meine Haarpflege und auch Styling, heisst Riff und eben kommt aus Stockholm. Ich finde sie irrsinnig schön präsentiert, simpel draussen, stark drin und so ein Produkt schmecken nicht nur fein, es ist auch so ein Unisex-Produkt, finde ich, wo auch für die Herren gut ist, so für die Frauen. Und es lässt sich wunderbar stylen, schmecken, alles was braucht und vor allem auch zeigen. Haarschmuck ist total im Trend, ein bisschen Bling-Bling da, ein Akzent dort. Und man muss für das nicht lange Haare haben, sondern es geht sehr gut auch mit kurzen Haaren. Ich finde es mega süß, also eigentlich schon nur mit einem Haarreifen kannst du extrem viel erreichen. Das zeige ich euch nämlich gerade. Und dann ist immer die Frage, soll ich es jetzt vor dem Ohr, hinter dem Ohr drauf tun? Ich finde es genauso einfach mitten in den Haaren, dass es sich ein bisschen verstecken tut im Haar selber. Finde ich lange schon, um ein bisschen einen Effekt anzubringen. Es ist wenig, aber doch recht effektvoll. Um Akzente zu setzen in den Haarspitzen, muss man ja nicht alles vertätschen mit dem Produkt. Manchmal langt es ein bisschen Spray auf den Fingerspitzen, ein bisschen ineinander reiben und dann eben die äußere Teil vom, das äußere Teil des Haars ein bisschen stylen. Blumen im Haar ist immer sehr feminin. Manchmal verwelken es relativ schnell, deshalb ist es vielleicht besser, so ein Accessoire, wo die Blumen ein bisschen länger anhebt. Wie applizieren? Sehr, sehr einfach. Also ich tue nicht einmal zöpfeln, weil oft ist Zöpfeln schon sehr demanding und schwierig. Deshalb tun einfach das Haar drüllen. Das hilft schon, um ein bisschen eine Struktur reinzubringen und dann könnt ihr Spängel miteinander fixieren. Zu dem wunderschönen Kleid, allgemein die Kleider, die ihr gesehen sind von Mesami, inspiriert mich, um mein Haar ein bisschen mehr Feminilität reinzubringen und Bewegung. Das heißt, ich arbeite mit dem Streckeisen. Das ist ein Streckeisen, wo du kannst Wellen machen, aber auch streckendes Haar. Und das benutze ich eigentlich schon sehr viel. Und meine Haare sind relativ auch ein bisschen strapaziert, deshalb benutze ich so quasi einen Protector Spray. Einen, der ein bisschen alles drin hat, wie jetzt der von Rave. Der ist zum Beispiel, der hat Shine drin, also Glanz, Protection und auch Halt. Also, zuerst drauf sprayen, trocknen lassen und dann arbeiten damit. Ich habe mich jetzt mehr für die Wave-Variante entschieden. Und das heisst, man muss einen Teil der Haare nehmen, schön durchbürsten und dann nachher quasi, wenn man einsetzen tut, ziehen und wie eine Welle das drehen. So quasi rauf und runter. Und so gibt es auch nachher die Welle. Und schauen, dass die Spitze, die letzte Spitze, quasi ausgelassen wird, damit es nicht so zu bitter oder brav aussieht. Also der soll ruhig ein bisschen fieselig sein, der äußere Teil. Der letzte Schliff, damit alles ein bisschen schöner aussieht und ein bisschen weicher, nicht zu bitter, das ist gar nicht ein gutes Wort, bitter, tue ich den Stay Smooth Creme auf die Hand schön einreiben und das in den Spitzen rein, also nicht den Touch rein alles, sondern wirklich partiell das einschaffen. So, jetzt ist die Basis gesetzt, light wavy für natürlich die Accessoires. Ich habe jetzt, mich entschieden, ein bisschen statt jetzt den grösseren. Das ist, finde ich, mehr für eine Hochzeit, für ein grosses Fest. Und das ist mehr so hippie-mässig, wo ich in Haar quasi reinflechten kann. Und zwar tue ich das so rein und tue das hinten nachher dann binden. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Mit den Spangen kann man Akzente setzen. Ich tue am liebsten halt auf der rechten Seite, weg vom Ohr, weil das habe ich meistens sowieso immer das Haar da hinten. Und dann kannst du mehr spielen. Und dann kannst du Variationen, wie viel du drauf willst. Du kannst einen ganzen Strang drauf tun oder nur eins einziges. Also no, up to you, wie du es gerne hättest. Haarbänder oder Haartücher finde ich geben so den letzten Kick jeder Frisur, ob es Langhaar sind oder nicht, ob es aufgesteckt oder unten. Aber das gewisse, der Farbkontrast im Haar oder mit einem Muster oder wie auch, passend immer natürlich zum Kleid, sieht einfach sehr herzig aus. Und ich finde, man muss einfach herausfinden, was ist besser, wenn ich es über das Ohr drauf tue oder hinter dem Ohr. Wie hebt es am besten? Wie kommt die Frisur schönster zum Geltung? Und da muss man einfach ein bisschen brübeln. Schön, so Mitte wäre eigentlich optimal. Ich glaube, wir machen die Mitte. Das sieht wirklich so korrekt aus. Und so höre ich auch gut und es sieht besser aus. Voilà. Probiere gerade überstudieren. Ich musste auch ein bisschen ausprobieren, was zu meinen Haaren, zu meinem Stil, zu meinen Kleidern passen tut. Also von dem her, schaut
Probiert aus, ob es Bänder sind oder ob es Spängel sind. Einen kleinen Zopf reinbringen, welche Produkte es in euren Haaren am besten tun. Einfach einmal starten und dann seht ihr Nadis nach. Und nicht sofort aufgeben, weil es lohnt sich. Ich finde, es macht so viel aus. Und mit wenig kann man recht viel erzielen. Ob Spängel, Produkte oder Haarbänder, alle tolle Produkte sind erhältlich unter www.dobi.ch. Für all eure vielen Likes bedanke ich mich schon jetzt im Voraus. Und abonnieren ist immer willkommen auf dieser Seite. Und wenn ihr weiter schaut, dann auf dieser Seite. Und bis bald!